Hallo, schön, dass ihr da seid. Das hier, das ist die Rosemarie von den Grünen. Die Rosemarie ist in Frankfurt für Parks, Umwelt, Müll und Nilgänse zuständig. Das macht sie eigentlich ganz gut. Ja, bis auf den Müll. Und dafür macht sie für viel Geld Werbung. Macht sie, muss sie aber nicht. Denn die Werbung kostet viel, viel Geld. Geld, was man eigentlich in Papierkörbe in der Stadt investieren könnte. Könnte, muss man aber nicht. Ist auch nicht so schlimm, wenn die Stadt verdreckt. Dafür hat sie ja mit dem Markus hunderte Mülltonnen auf den Platz vor der Alten Oper gestellt. War ja lieb gemeint, aber das haben die Chaoten dann als Wurfgeschosse genutzt. Hätte man ja mal dran denken können. Hätte man können. Muss man aber nicht. Und die Rosemarie hat auch tolle grüne Zimmer bauen lassen. Die stehen halt so rum und haben über 500.000 Euro gekostet. Das ist ja auch nicht so schlimm, denn die Stadt hat's ja. Ach ja, die Rosemarie hat auch für viel Geld Zäune um einen Weiher machen lassen, damit die Nilgänse am Weiher bleiben. Nur hat die Rosemarie nicht daran gedacht, dass die Nilgänse Vögel sind und die können über den Zaun fliegen. Naja, man kann ja nicht alles wissen, macht ja nichts. So, das war's für heute. Also dann, bis zum nächsten Mal. Und dann erzählen wir euch, was der kleine Markus so treibt.